Herzlich willkommen in den Kunstsammlungen der Feste Coburg. Mein Name ist Nils Fleck und ich führe Sie heute durch unsere aktuelle Studioausstellung Schön wie ein Schado, das Porträt der Fortunata von Friedrich Müller. Friedrich Müller war ein herausragender Porzellanmaler am Beginn des 19. Jahrhunderts und wandte sich kurz vor seinem frühzeitigen Tod, 1834, er starb im Alter von nur 38 Jahren, der Ölmalerei zu. Bekannt ist heute nur ein einziges Ölgemälde von ihm, aber das ist gleich ein ganz herausragendes. Und um Entdeckungen rund um dieses Gemälde, rund um Friedrich Müller und sein großes Vorbild Wilhelm Schadow, handelt diese Ausstellung. Den Anlass zu unserer kleinen Studioausstellung gab dieses Gemälde, das sich seit 1965 in den Kunstsammlungen der Feste Coburg befindet. Es galt bislang als Porträt der Caroline Bauer, einer berühmten Schauspielerin in den 1820er und 30er Jahren, die die Geliebte des Prinzen Leopold von Sachsen-Coburg und Gotha war. Und als vermeintliches Porträt der Caroline Bauer genoss dieses Gemälde in Coburg immer eine hohe Prominenz. Vor rund 20 Jahren tauchte im Kölner Kunsthandel ein annähernd identisches Gemälde auf. Das Gemälde unterscheidet sich unter anderem durch eine kaum sichtbare Aufschrift auf dem Tuch der Porträtierten. Darauf steht Fortunata. Diese Aufschrift gab Anlass, das Gemälde als Bildnis der Fortunata Segadori, einer berühmten Schönheit aus dem Rom der 1830er Jahre, zu identifizieren. Nordeuropäische Künstler, die im 18. und 19. Jahrhundert Italien bereisten, begeisterten sich dort nicht allein für die klassischen Bauwerke, für die große Kunst der Antike und der Renaissance, sondern bald auch für die italienische Landschaft, für das Licht im Speziellen und sehr bald auch für die einheimische Bevölkerung in ihren malerischen Trachten. Der Typus der schönen Italienerin entwickelte sich zu einem eigenen Bildsujet. Eine Frau, die nicht mehr mit einem Attribut, einem Gegenstand in der Hand abgebildet wird, einem Attribut, das sie beispielsweise als Heilige kennzeichnet, sondern eine Frau, die um ihrer selbst willen, um ihrer Schönheit willen dargestellt wird. Die Künstler meinten, dass der Geist der Antike in den lebenden Schönheiten gewissermaßen fortlebte. Und dass dieser fortlebende Geist ihre wahre Schönheit ausmachte. Schnell entwickelte sich ein Kult um einzelne Modelle, die als besonders schön, besonders ideal, besonders rein galten. Ein ganz bekanntes Modell der 1820er Jahre war Vittoria Caldoni. Und unsere Fortunata Segadori galt in den 1830er Jahren dann als das Modell in Rom, das Modell, das von zahlreichen Künstlern porträtiert worden sein soll, so sagen es die Reisebeschreibungen jener Zeit. Das Gemälde, das vor rund 20 Jahren im Kölner Kunsthandel auftauchte und nun hier zu sehen ist, wurde damals bei der Auktionierung Wilhelm Schadow zugeschrieben. Wilhelm Schadow war der Begründer der Düsseldorfer Malerschule in den 1820er Jahren. Die Düsseldorfer Malerschule war die wichtige Kunstakademie der Romantik und wird als künstlerische Ausbildungsstätte von ihrem Renommee her eigentlich erst durch das Bauhaus im 20. Jahrhundert abgelöst. Wilhelm Schadow also einer der bedeutendsten Künstler des 19. Jahrhunderts. Bald darauf schien die Zuschreibung an Wilhelm Schadow aber wieder hinfällig, als man nämlich in Naglers Künstlerlexikon, einem berühmten Künstlerlexikon des 19. Jahrhunderts, auf die Kurzbiografie Friedrich Müllers stieß. Friedrich Müller, ein wirklich herausragender Porzellanmaler, in verschiedenen Städten geschult, stammt ursprünglich aus Jena, ging auch nach Berlin zu KPM und war aber typisch für seine Zeit und typisch für einen Porzellanmaler ein Wanderkünstler, der sehr viel herumkam. Ehe er sich dann in den 1820er Jahren in Coburg niederließ und hier mit Karl Schmidt das Schmidtsche Porzellanmalinstitut aufbaute. Ein sehr bald schon international renommiertes Unternehmen, das 1833 von Coburg nach Bamberg
umsiedelte und dort zu einem der wichtigen kunsthandwerklichen Unternehmungen des 19. Jahrhunderts aufstieg. Er krankte aber bald und so verabschiedete er sich aus Coburg und ging auf eine mehrjährige Italienreise, von der er einige Gemälde mitbrachte, das wissen wir aus Quellen. Bekannt wurde sein Bildnis der Fortunata Segadori. Das Original ging laut Biografie an den Herzog von Weimar, eine Kopie an den Coburger Herzog. Die in den Quellen genannte Weimarer Version hat sich tatsächlich in Weimar erhalten. Allerdings war nun unklar, welches ist das Original, welches ist die Kopie. Stammt eines der drei Gemälde vielleicht doch von Wilhelm Schadow? Stammen alle drei Gemälde von Friedrich Müller? Oder stammen sie von unterschiedlichen Künstlern? Und hier bot sich die Gelegenheit zu einer vergleichenden kunsttechnologischen Untersuchung, die dankenswerterweise durch die Klassikstiftung Weimar durchgeführt wurde. Die Untersuchung hat zwei ganz wesentliche Ergebnisse zutage gefördert. Das eine ist, man konnte erkennen, welches ist das Original, nämlich doch wirklich das Weimarer Bild, so wie es die Quellen auch sagen. Das zeigt einen Blick auf die Infrarotaufnahme des Weimarer Gemäldes. Dort sieht man Veränderungen im Malprozess. Man sieht nämlich unter der Malschicht die sogenannte Unterzeichnung. Man sieht, dass der Künstler mehrfach das Format seiner Leinwand verändert hat an den unterschiedlichen Linien. Man sieht, dass die Form der Figur auch erst im Prozess entstand. Man sieht, dass die Porträtierte ursprünglich einen wesentlich größeren Ausschnitt trug. Und man sieht eine im Hintergrund angelegte Stadt, die im ausgeführten Gemälde nicht zu sehen ist. Das zweite wichtige Ergebnis ist, dass alle drei Bilder von unterschiedlichen Künstlern stammen. Das zeigt unter anderem ein Blick auf Detailaufnahmen des rechten Auges, die zeigen, wie unterschiedlich die Malweise aller drei Gemälde ist. Die Gemälde Weimar und Köln zeichnen sich durch einen ganz lasierenden, also hauchdünnen Farb- und durchschimmernden Farbauftrag aus, während bei der Coburger Version die oberste Farbschicht deckend aufgetragen ist und die unteren Farbschichten nicht mehr hindurch scheinen können dadurch. Die Hängung hier in der Studioausstellung ermöglicht nun auch dem Besucher den direkten Vergleich des Originals, des Weimarer Originals und der beiden Kopien in Coburg und Köln. Und man kann nun sehr gut diskutieren, was haben die Kopisten jeweils anders gemacht und wieso vielleicht auch haben sie es anders gemacht. Es fällt ja direkt in den Blick, dass das Coburger Gemälde mehr räumliche Tiefe erzeugt als die anderen beiden Gemälde, dass es auch der Rotton des Kleides ein ganz anderer ist als links und rechts in Weimar und Köln. Derlei Fragen kann man nur im direkten Bildvergleich nachgehen. Wilhelm Schadow scheidet also als Künstler eines der drei Gemälde aus. Das heißt, seine Fortunata, sein Bildnis der Fortunata Segadori, das in Quellen erwähnt wird, muss weiterhin als verschollen gelten. Aber auch wenn wir hier nicht vor einem Schadow stehen, so zeigt allein schon die Tatsache, dass das Gemälde gleich zweifach kopiert wurde, innerhalb kürzester Zeit, nämlich wohl direkt 1833-34, dass es von den Zeitgenossen als eine Meisterleistung angesehen wurde. Und als Meisterleistung zeitgenössischer Kunst fand das Bildmotiv auch Niederschlag in der Porzellanmalerei, nämlich auf Pfeifenköpfen. Wie sehr Müller sich an der Malerei, an der Malweise Schadows orientierte, das zeigen Vergleichsbeispiele in der Ausstellung. Dies ist die einzige heute noch bekannte Porzellanmalerei Friedrich Müllers. Mit dem Brustbild eines Kamaldolenser-Mönchs adaptierte Müller 1822 ein Gemälde Wilhelm Schadows, das dieser wenige Jahre zuvor auf seiner ersten Italienreise geschaffen hatte. Schadows Leinwand, das weiß man aus Quellen, hatte Müller sich
tatsächlich ausgeliehen für einige Zeit, und zwar aus dem Berliner Elternhaus Schadows, um nach ihr seine Porzellanmalerei zu schaffen. Und die besondere Kunst bestand darin, dass er auf Porzellan nicht haargenau identisch malen konnte, sondern die Malweise Schadows adaptieren musste und sie übertragen musste in die Technik der Porzellanmalerei. Und das ist ihm so genial gelungen, dass sein Kamaldulenser-Mönch Platte durchaus zu den bedeutenden Porzellanmalereien des 19. Jahrhunderts gezählt wird. Schadows Gemälde des Kamaldulensers galt übrigens bislang als verschollen und wurde erst kürzlich im Privatbesitz wiedergefunden und wird hier erstmals präsentiert. Aus der Münchner Pinakothek zu uns gekommen ist Schadows Bildnis einer Römerin, das in den 1990er Jahren als Bildnis der Angelina Magatti identifiziert werden konnte. Und bei Angelina Magatti handelt es sich nun wirklich um die Geliebte eines Fürsten, nämlich des Kronprinzen Ludwigs I. von Bayern. Typisch für Schadows Malweise ist die Akribie seiner Zeichnung. Typisch für Schadow ist das besondere Leuchten seiner Farben und der Schmelz des Farbauftrags, der Schmelz, der sich ergibt durch einen ganz, ganz weichen Farbauftrag. Das Bildnis der Angelina Magatti entstand im selben Jahr wie der Kamaldulenser, nämlich 1818. Das war das letzte Jahr des ersten Romaufenthalts, des langjährigen Romaufenthalts Wilhelm Schadows. Und man hat nun die relativ einmalige Gelegenheit, diese beiden frühen Werke direkt nebeneinander zu vergleichen. Die Ausstellung ist noch bis 22. August hier auf der Feste zu sehen. Und begleitend zur Ausstellung ist ein Auftragsband erschienen, der die hier behandelten Themen rund um Friedrich Müller